Es ist wieder soweit. Eine längst totgeglaubte Form der Werbung säumt unsere Straßen und Plätze. Es sind keine Mülleimer, aber häufig sind sie für die Mülleimer. Am 13.09. ist Wahl und wir sehen überall Wahlplakate. Und wie diese Wahlplakate auch wirkungsvoll hätten sein können, das möchte ich in den nächsten Videos mal kurz zeigen. Jeden Tag ein Video. Bis zur Kommunalwahl am 13.09. möchte ich jeden Tag ein Video veröffentlichen und zeigen, wie die Wahlplakate, wie die Wahlwerbung auf den Plakaten hätte wirkungsvoll sein können. Ich möchte beginnen mit einem sehr prominenten Beispiel aus meiner Heimatstadt Mülheim. Und ich möchte zeigen, warum das eine Bild oldschool ist und für die Tonne und warum das andere sehr wirkungsvoll ist und gut funktionieren kann. Wir sehen hier auf der einen Seite ein CDU-Plakat. Was sehr gut rüberkommt auf diesem CDU-Plakat ist, dass die Zielgruppe gut angesprochen und gut getroffen wird. Der blaue Hintergrund, rational geprägt, sehr unscharf, die Person hebt sich gut vom Hintergrund ab. Es ist viel Platz für den Slogan auf der einen Seite, der Kandidat richtet sich aus zu seinem Slogan. Das ist alles sehr gut gemacht. Das, was mir nicht so gut gefällt, sind ein paar Dinge, die nicht so bewusst wahrgenommen werden, die aber im Wesentlichen unsere Meinung zu dem Kandidaten prägen und auch darüber entscheiden, ob wir ihn jetzt wählen oder nicht. Was erwarten wir von einem Bürgermeisterkandidaten? Der Typ muss souverän sein, ich muss ihm vertrauen können. Er muss viel bewegen. Er muss die Dinge umsetzen und managen können, die ich gerne in meiner Stadt hätte. Wenn wir uns jetzt diesen Typen angucken, sehen wir, er kommt selbst beim Fotografieren schon ins Schwitzen. Außerdem kann ich ihn nicht so gut wahrnehmen, weil diese harten Seitenschatten in dem Bild, in dem Gesicht sind, was auch sehr negativ ist. Helle und dunkle Seiten, jeder Mensch hat sie, aber möchte man sie auch zeigen und möchte man da vor allem auch mitwerben. Außerdem gelbe Zähne. Jetzt ist es so, jeder Mensch hat vielleicht gelbe Zähne oder ein bisschen gelbliche Zähne, aber muss man damit werben? Und vor allem, es gibt so einfache Möglichkeiten und Methoden, diese gelben Zähne umzuwandeln in schönen strahlend weiße Zähne. Nicht übertrieben, aber in natürlich weiße Zähne, so wie wir es erwarten. Das heißt, es ist immer eine Frage, wie viel Mühe gebe ich mir für ganz bestimmte Dinge. Ich gehe zum Vorstellungsgespräch auch nicht in einem T-Shirt, auch wenn ich vielleicht den größten Teil des Tages mit einem T-Shirt rumlaufe. Und so gehört es sich nicht für ein professionelles Foto, glänzend und mit gelben Zähnen aufzutreten. So, das sind kleinere Dinge. Aber vor allem auch dieses Glänzen, dieses Schwitzen, das wird von uns wahrgenommen, sehr unbewusst wahrgenommen. Und das prägt unsere Meinung. Wenn Menschen an die Grenzen kommen, wenn sie Angst haben, dann fangen sie an zu schwitzen, zu transpirieren. Und das prägt unseren Eindruck. Wir brauchen Hundertstel von Sekunden, um solche Details zu erkennen. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man die auf diesen Plakaten dann auch sieht und damit auch vor allem Werben machen möchte und Vertrauen gewinnen möchte. Also ist sehr, sehr negativ. So, dann, was ist noch negativ? Es ist gut, sage ich mal, erstmal sein Gesicht zu zeigen, damit die Leute einen überhaupt erstmal kennenlernen und wissen, was ist das überhaupt für ein Typ. Aber, und das möchte ich ihm halt ankreiden, man erkennt ihn, er taucht überall in meiner Stadt Mülheim auf, aber er taucht immer nur mit diesem Bild auf. Gut ist, man erkennt ihn. Negativ ist, was macht der Typ? Und damit komme ich gleich zu dem nächsten, von mir, ich finde, sehr positiven Beispiel. Seine gute Gegenkandidatin ist nämlich in Bewegung für uns. Die packt an, die macht was. Man kann in großen Lettern sehen, was sie halt macht. Sie ist unterwegs, dabei sieht sie dynamisch aus. Das ist ein Bild von heute. Sie sieht authentisch aus, sie ist nicht überretuschiert, sie wirkt sympathisch. Man erkennt sie nach den Einzelbildern hier prima sofort wieder. Und sie ist vor allem, sie packt an und sie macht was. Was werfen wir Politikern immer vor? Die sitzen nur rum, lächeln zur Kamera und tun nichts Gutes. Hier. Was hätten wir gerne von Politikern? Dass sie anpacken, dass sie was Gutes machen. Das, was man jetzt diesem Plakat, dieser Fotografie vielleicht nur vorwerfen könnte, ist, dieses Blau und Rot,
Wenn ich jetzt nicht wüsste, für welche Partei diese gute Werbung macht, könnte ich Ihnen auch erzählen, die macht für die CDU oder für die AfD Werbung. Also gerade dieses bläulich-rationale Kühle, mit dem die Kandidatin ja auftritt, ist zwar vielleicht gewollt, aber man könnte ja, hätte ja auch genauso gut die menschliche Variante nehmen können und eher warmen Farbton, die Menschlichkeit hervorheben, das Miteinander. Das machen andere B-Kandidatinnen. Sie macht es nicht. Damit kommt es vielleicht zu Verwechslungen mit anderen Parteien. Das wird eine Sache des anderen Kommentars sein. Aber prinzipiell würde ich sagen, aufhängen, in die Tonne kloppen. Das war meine Meinung zu den Wahlplakaten. Morgen gibt's mehr.